Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Pikmin. The Legend of Olimar. Verkackt. Gar nicht verkackt, das war Absicht. So, und wir gehen ab in die zweite Welt. Die erste haben wir jetzt. Das war keine Absicht, wir haben vorher ganz viel Zelda aufgenommen. Gar nicht. Weiß gar nicht, was dieses Zelda sein soll. Kannst du essen? Ich hoffe schon. Heißt deine Tochter so? Ich hoffe nicht. Boah. Ja, so also lustig fand der nicht. Darum ging es mir eher. Aber es wird sicherlich nicht einfacher werden. Oh, dies hier ist ein wunderschöner Ort. Die vom Himmel fallenden Blütenblätter haben etwas Zauberhaftes an sich. Ich werde ihn den erblühenden Park nennen. Welch wohlklingender Name. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um sentimental zu werden. Ich sollte besser nach Schiffsteilen suchen. So, Pikmin holen. Alter, die Musik. Pretty. Ah, hier brauchen wir Feu. Als ob es Feu auch außerhalb gibt. Gönnt euch. Kackerl! Aua. Wie macht das? Eventuell habe ich einen guten Deal. Jemand hat interessant zwei Lego-Sets, die insgesamt fast 300 Euro würde ich bekommen. Oha. Ja, das eine ist für 160, das andere bin ich gerade bei 130 am Überlegen. Aber dein Lego-Set habe ich ja immer noch für dich hier, Jan. Ach, sei ruhig. Oh, da vorne ist der Picknapper. Kennst du den Picknapper? Der fliegende Käfer. Oh mein Gott, die Blume. Du hast... Nein, das sollten die anderen machen. Unbedingt müssen das die Gelben machen. Warum hast du keine Gelben? Habe ich. Gut. Yellow! Angriff. Guck mal, was jetzt passiert. Genau nicht. Aber hier ist ein Sandkasten. Oh, mit Reifen. Hey, waren wir nicht mal in der Welt? Natürlich, wir waren in jeder Welt schon mal. Angriff! Dieser Schuft. Ja, lass ihn da liegen jetzt. Wir haben wichtige Dinge zu tun. Voll. Ja. Könnt ihr noch gar nicht machen. Jetzt. So, und jetzt gucken, wo die ganzen anderen Sachen waren. Hier war doch noch was in der Nähe. Genau, hier oben. Oh, da ist auch direkt ein Schätzel. Ich glaube, das Wichtigste. Ja, nee, mehr war nicht hier. Musstest du weitergehen. Hier. Ah ja. Das anzünden, so. Schon mal der erste Schnittschatz oder so.
Schon mal genau die Schraube, die wir schon mal hatten. Naja, gut, geh schon mal weiter jetzt. Du konntest da ein Ding bauen. Und da kannst du jetzt drüber gehen, glaube ich. Na, Moment. Das war eine Wand. Warum wird das jetzt angezeigt? Nicht das. Du hast da eben eine Brücke, also so eine, ja, so eine Kletterwand. Ich weiß. Orientierung. Wo sind denn jetzt 7 Stück? Ach, hier. Ach, oha. Glück. Okay. Oh, wer da oben ist. Moss. Hallo. Oh, was ist das für eine Kreatur? Sie wirkt nicht, als wollte sie mich angreifen. Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Vielleicht ist sie hungrig. Ich sollte in meiner Tasche nachsehen, ob ich irgendwas habe, mit dem ich sie füttern kann. Eine Pek-Pek-Karotte. Oh. Natürlich hast du zu welchen Knochen. Sehr schön, an dir geschmeckt zu haben. Es freut mich, dass es dir besser geht. Das Ding hat auch ein Blatt. Diese Kreatur sieht ja fast aus wie ein Hund. Sie scheint mich zu mögen. Und mir gefällt ihr ungewöhnliches grünes Fell. Sie leuchtet besonders schöne Moosarten. Ich nenne diese Kreatur Moss. Das ist sehr kreativ. Heißt Moos auf Englisch auch Moos? Weiß ich nicht. Oh, hier, guck mal, die Pilze jumpen. Pilze Jump aktiviert. Kannst du auch den Rammern kriegen? Hilfe, steig doch mal ab. Bin ich denn jetzt eher? Warum? Warte, bevor jetzt du das machst, guck, ob hier in der Nähe du die Basis verlegen kannst. Dort. Ja, machen wir gleich. Dann geh schon mal runter. Ja, warte doch mal. Geh ich noch nicht. Auf was denn? Ja, wir können doch hier arbeiten. Moss ist noch gar nicht stark. Oder oben liegt auch ein Ding. Eins am anderen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen ein Stück wieder zurückgehen hier. Nicht weiter vordringen. Oder vorne ist ein Spinnenbein, da ist ein Langbein. Ui. Das ist zwar nicht das Disco-Langbein, aber es ist ein Langbein. Moss ist echt schwach. Hier kann man auch noch Feuer hinbringen, theoretisch. Da vorne ist ein Schatz. Da ist doch der Gegner wieder, Jan. Das ist dieser Gegner, der im Boden steckt, das sieht man doch schon. Du hast zu wenig Pikmin, hol aber den Rest erstmal. Moss. Kannst du bitte jetzt gucken, wie die Steuerung war, weil du auf einmal im Moss warst? Ich weiß es ja eigentlich. Du konntest aber irgendwie da nicht mehr wechseln gerade. Kannst du rempeln? Ja. Lass ihn erstmal rauskommen. Ja, danke. Sehr schön. So, war hier noch was? Scheinbar nicht. Oder geht's noch theoretisch weiter? Oh nein, nicht er. Mr. Pick. Oh nein! Nicht jetzt. Wir kommen gleich wieder. Ich mach mal noch in dem Part.
beziehungsweise in dem Tag. Bisschen Angst Schiffs. Da hinten. Von dem Picker? Ja. Wir hatten zum letzten Mal schon so fertig gemacht. Du hast theoretisch auch eine Schockbombe. Wirf die doch mal direkt. Kann den lähmen und dann kannst du ihn richtig krass angreifen. Angriff! Jetzt hat man ein bisschen aufpassen, dann klappt das schon. Oh, der hat schon wieder einen roten Kopf. Aber. Easy. Naja, so easy würde ich das jetzt nicht nennen. Du hast gar nicht so viele Verluste. Schon gut. Danke, danke. Eventuell krieg ich es für 280 plus Versand verkauft. So viele Moneten. Ah, das ist sogar sehr gut. Gutes Timing. Ja, Geld ist ganz gut. Na gut, schwimmen können wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Bitte? Schwimmen können wir wahrscheinlich noch nicht. Probier es gar nicht erst aus, glaube ich. Da kann man noch was bauen. Können wir vielleicht mal kurz schauen. Ja, los auf jeden Fall. Nein, da fehlen noch welche. Pikmon! Wir brauchen mehr Pikmon! Das muss morgen früh fertig sein. Haben wir jetzt hier schon drei Schätze? Möglich, ja. Rufst du schon mal zu dir, den Riss? Okay, du wartest. Und du hast aber echt viel Schaden genommen, sehe ich gerade. Gar nicht. Du bist halb tot. Ja, lass den Timer ablaufen. Kannst du ein bisschen aus der Erde ziehen. Bei der Hälfte schon. Sehr gut. Außergewöhnliche Schraube, Reparaturbolzen und außergewöhnliche. Oh, ich habe beim letzten Mal gar nicht vorgelesen. Gleich weiter oder? Oha, was gibt's hier erstmal? Ah, Kraft, Megakraft. Oh, wir sind schneller, auch sehr wichtig. Der Verfolger und Tätigkeitsalarm. Oh. Geil. Das ist wichtig. Mach es mal weiter, da redet er erstmal. Heute habe ich eine neue Kameradin getroffen. Die Hündin Moss. Die Hunderasse habe ich zwar noch nie gesehen, doch Moss hat sofort Vertrauen gefasst und ruht sich jetzt neben mir aus. Moss und die Pikmin an meiner Seite zu wissen, ist sehr tröstlich. Mit der Hilfe werde ich die Schiffsteile schnell finden. Nein.
Oh, es gibt ein neues Gebiet. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal diesmal einen kurzen Part. Und in der nächsten Folge geht's richtig ab in dem Gebiet. Wir müssen, wie es aussieht, noch ein paar von diesen Feuern anzünden. Um natürlich gut und weit voranzukommen, vor allem für die Schiffsteile. Das solltet ihr nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.